Hallo, herzlich willkommen zurück bei Indiana Jones 3. Wir haben jetzt hier, glaube ich, alles erreicht und können jetzt hoffentlich das verrostete Schloss einfach öffnen. Ja. Okay, dann bin ich mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Wir haben einen Hinweis auf Iskenderun. Aber im Film und ich glaube auch hier im Spiel müssen wir uns jetzt erstmal darum kümmern, dass wir unseren Vater retten. Mal sehen. Mal sehen. Aha, Dr. Jones. Ich habe überall nach Ihnen gesucht. Achso, sorry, Moment. Halt. Diesmal passte es noch. So. Indy! Marcus! Ich habe herausgefunden, wo dein Vater steckt. Man hält ihn in Schloss Brunwald gefangen, nahe der Grenze zwischen Österreich und Deutschland. Gut. Und ich weiß jetzt, wo der Gral steckt. Er ist in Iskenderun. Natürlich, Iskenderun. Markus, warum bist du so nass? Frag lieber nicht. Okay, ich rette Dad. Dann treffen wir uns in Iskenderun. Klar. Kein Problem. Ich bin dann weg. wo liegt eigentlich Iskenderun? So. Auf zur nächsten Etappe. Ich schaue mich hier mal um. Gut, ich bleibe im Wagen. Ich bin in ein paar Minuten zurück. Ah, super, mit der Musik. Was sind das für Geräusche? So, und hier kann man jetzt erkennen, hier die Symbolik. Da waren im deutschen Original schwarze Vierecke drüber gemalt einfach. Und das ist so schon etwas besser. Guten Abend. Und wer sind Sie bitte? Nun, schlag zu. Das Handbuch sagt, Schlag zu ist hier wörtlich zu verstehen. Da kann man sich jetzt auch mit ihm prügeln. Sind Sie der mit den Verwandten in der Stadt? Ich bin Lord Robert McFalfa. Ich bin wegen der Wandteppich hier. Das war ja das im... im Film hat er das hier versucht. Ich versuch's mal jetzt mit einem anderen Weg. Sagen Sie, sind Sie der mit den Verwandten in der Stadt? Mein Neffe Otto in Salzburg? Stimmt etwas nicht mit ihm? Er ist verletzt. Nicht Otto, sein Vater. Otto hat... Er ist verletzt. Er fuhr seinen Wagen in einen Abgrund. Otto weiß genau, dass er nicht fahren soll. Er hat solche Schwierigkeiten, an die Pedale zu kommen, wo er doch nur 4 Jahre alt ist. Oh. verdammt. Okay. Jetzt hatte ich die Finger schon auf dem Nummernblock. Ich hatte gedacht, wir müssen uns jetzt hier prügeln, aber das ging wohl auch noch so. Okay. So. Huch. Inzwischen. Woanders im Schloss. Sie haben nach mir gerufen, Oberst? Jawohl. Ich möchte, dass Sie dieses unersetzbare Bild strengstens bewachen. Unersetzbar? Aber das ist nur ein Bild von einem Becher. Ruhe! Der Führer ist sehr daran interessiert. Wagen Sie es, die Meinung des Führers in Frage zu stellen? Nein, Herr Oberst. Dann gehen Sie jetzt wieder auf Ihren Posten. Jawohl, Herr Oberst. Okay. Oh je, jetzt fällt mir gerade was ein. Wo ich... Oh nein. Wir hätten in Venedig noch einen Hinweis finden müssen auf den Gral. Sonst wissen wir am Ende nicht,
welcher der richtige Gral ist. Oh oh. Ich sehe nichts, was mir jetzt weiterhelfen könnte. Ja, wir spielen erstmal weiter. Ich habe ja gespeichert auch in Venedig. Ja, okay. Na, vielleicht schaue ich mir, wahrscheinlich schaue ich mir einfach selber dann nochmal meine Folgen an oder wir spielen erstmal weiter. Es soll wohl hier in diesem Schloss und in Venedig Hinweise auf den wahren Gral geben, sagt das Handbuch. Also kann sein, dass wir da was übersehen haben. Dann müssten wir unter Umständen nochmal zurückspringen. Aber jetzt spielen wir erstmal weiter. Wir haben ja gespeichert. So. Durchganghalle. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt hier schon wieder in ein Schlosslabyrinth kommen. Oh nein. Och, bitte nicht. Ah ja, ein Wandteppich. Sieht aus, als ob Ratten dran gewesen wären. Dad würde das nicht mögen. Ich will ihn nicht und dahinter ist nichts. Okay, was ist das? Das gehört auch zum Wandteppich hier. Ist das einfach hier ein Fehler? Na gut. Achso, Sackgasse. Hier ist sonst nichts. Na gut. Hoffentlich ist das jetzt hier nicht wieder so... Ach, das ist jetzt ja auch interessant. Man kann hier dann so um die Ecken gucken. Hier ist eine Tür. Und hier ist auch genau nichts. Also, jetzt hier mal Augen offen halten im Schloss. Ob wir hier Hinweise finden. Ach, ich liebe die Musik. Ich liebe die Musik. Oh nein, viel zu viele Türen. Ah. Es ist eine kalte und stürmische Nacht. Ja, okay. Weitere Türen. Sieht hier schon alles auch ein wenig ähnlich aus. Oh! Schweinebraten. Der größte Schweinebraten, den ich je gesehen habe. An dem hat man lange was zu essen. Ich finde das eher der zweitgrößte Schweinebraten, den ich je gesehen habe, aber gut. Hier da auch, ne? Hier wäre jetzt einfach so ein Quadrat rüber gemalt. Und seit neuestem darf man ja auch in Spielen diese Symbole zeigen. Daher hoffe ich mal, ja, vielleicht kriegt ihr das alles hier auch nie zu sehen, wenn YouTube hier die Musik und die Symbole alles wegstrikt. Ich hoffe einfach mal nicht. Kann ich nicht öffnen? Kann ich hier mir ein Bier zapfen? Ach, Zapfhahn. Kann ich den öffnen? Das lässt sich nicht öffnen. Na gut. Was haben wir hier noch? Nichts. Okay. Bierfass und Zapfhahn. Heiße Kohlen. Mhm. Das kann ich nicht mitnehmen. Ja, hätte mich auch gewundert, ehrlich gesagt. Aber man weiß ja nie. So. Ah ja, jetzt kommen wir hier unten wieder runter. Wieder lang. So, die Tür habe ich, glaube ich, noch nicht ausprobiert. Ach. Hallo, mein junger Freund. Was tun Sie denn hier? Ich? Hier? Sag mal, warum sind Sie überhaupt in dieser Welt? Soldat, Sie sind betrunken im Dienst. Ich zeige dir gleich, wer betrunken ist. Okay, okay, okay. Zack, zack, zack. Der ist ein einfacher Gegner offensichtlich. Den kann ich einfach hier so. Zack. Ich habe seinen Krug. Ach cool, dann können wir uns ja vielleicht ein Bierchen zapfen. Dieses Fenster wurde seit Jahrzehnten nicht geöffnet. Okay, dann bleibt es wohl zu. Habt ihr gesehen, als der zusammengesackt ist, die... Wo man sonst vielleicht Vögelchen oder Sterne sieht, sehen die Soldaten hier Hakenkreuze. Kleiner Funfact am Rande.
Das wurde nicht in der deutschen Version rausgepatcht. Die haben trotzdem noch Hakenkreuze als Sterne gesehen. Auch in der zensierten Version. Quatsch, was mache ich denn hier? Hier will ich wieder hin. Ich weiß nicht, ob das einfach übersehen wurde. Wahrscheinlich wurde es einfach übersehen. So. Zack, erstmal ein Bier zapfen. Jetzt kommen wir hier oben wieder raus, ne? Ja. War, glaube ich, Quatsch. Egal. Mit dem Bierkrug. Also, das Handbuch verspricht mir ja, dass ich Kämpfe auch anders lösen kann. Vielleicht kann ich hier dem einen oder anderen Wachposten ein kühles Blondes anbieten. Mal sehen. Ja, das nächste. Also hier war sonst nichts mehr. Der nächste. Ja, Labyrinth ist vielleicht auch schon zu viel. Halt. Oh. Halt! Sind Sie in offiziellem Auftrag hier? Hallo, ich verkaufe modische Lederjacken, so wie diese hier. Lederjacken? Was? Wer hat sie hier reingelassen? Naja, ich habe einen Passierschein. Wie käme ich denn sonst rein? Ich kaufe Ihnen weder die Jacke noch die Geschichte ab. Geht's jetzt los? Dann lassen Sie mich Ihnen doch was umsonst geben. Sehr gut. Bam. Okay, ja, ist möglich. Das scheint jetzt eine normale Schwierigkeit zu sein. Das mit den Blocken klappte jetzt gerade erstaunlich gut. Und da sind sie wieder, die Hakenkreuze. Erwischt. Nicht zu finden. Okay. Da oben war jetzt aber der nächste. Ach, so viele Türen. Mann. Okay. Scheint ein besonderer Raum hier zu sein. Was ist? Hier ist überall nichts. Hier ist eine Rüstung. Von einem Tempelritter, wie es aussieht. Gut erhalten. Spätes 10. Jahrhundert. Ah ja, und den kennen wir ja auch. Die Szene kommt mir erstaunlich bekannt vor aus den Filmen. Ich nehme mal an, dass wir hier nochmal landen werden. Nicht sehr interessant. Okay. Na? Scheint nicht zu passieren. Ah, okay. Ach! Oh. Geh zu Stein. Öffne Stein. Der bewegt sich keinen Millimeter. Okay. Dann haben wir hier, glaube ich, gerade den Fluchtweg gefunden. Ach, Motorrad. Ich sehe nichts Besonderes. Gut. Da müssen wir später hin. Wir gehen wieder zur Vorderseite des Schlosses und gehen nochmal rein. Vielleicht hat man sie gefangen. Was hast du gesagt? Nichts. Na gut. Ach so, Elsa ist weg. Ja, vielleicht hat man sie gefangen. Ja. Vielleicht aber auch nicht. So. Genau hier war der Raum. Ah. Seltsam, da ist ein Schloss am Kleiderhaken. Dann vielleicht zumindest die Dieneruniform. Schloss, öffne Schloss. Ich glaube, ich brauche den Schlüssel. Ja, das fürchte ich auch. Kann ich mich umziehen? Zensiert. Guten Tag, die Herrschaften. Kann ich Ihnen ein gutes deutsches Bier anbieten? Ach, okay. Na, lässt du mich einfach passieren jetzt? Das wäre ja nett. Wer hat Ihnen gesagt, Sie könnten hier herumlaufen?
Entschuldigen Sie, ich hole gerade einen Besen. Einen Moment, ich erkenne Sie nicht. Aber ich habe Ihnen doch letzte Woche erst Frühstück serviert. Reingefallen, Soldaten wird gar kein Frühstück serviert. Okay, ja, ja, ist gut, ist gut. Ich glaube, beim nächsten möchte ich mal versuchen, dem ein Bier einfach anzubieten. Okay, der scheint auch machbar zu sein hier. Zack, da liegt er. Ich habe 15 Mark gefunden. Okay, praktisch. Ich habe das Bedürfnis, mal zu speichern, ehrlich gesagt. Ich glaube, wenn wir hier nämlich einen Kampf verlieren, sieht es schlecht für uns aus. Tja, aber was auch so jetzt... Das sehe ich ja jetzt erst. Indie-Wear von Lucasfilm. Nein, wie cool. Meine Lederjacke und mein Hut. Schön. So, was haben wir hier noch? Kann ich mich da... Was, ist da was drin? Toll, da waren 50 Mark drin. Schön, ja. Kann man mal mitnehmen. Ein Diener, hier. Halt mal, Sie sind kein Diener. Na, okay. Oh, oh. Okay, das scheint ein schwererer Gegner zu sein. Oh, oh, ja. Keine Chance. Bang. Na, toll. Nachdem unser Held Indiana Jones das Bewusstsein wiedererlangt hatte, durfte er in einem deutschen Museum bis an sein Lebensende Kunstwerke putzen. Und da die Nazis den Gral schließlich fanden, war das für Indy eine lange, lange Zeit. Die endgültige Punktzahl, Episode 43 in der Serie 43. Ja, das war Indiana Jones 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dieser Gag ist natürlich auch so alt. Wie vieles andere. Warte, wo war denn der jetzt? Hier? Ne, hier war die Truhe, genau. Und da darf ich dann erstmal nicht durchgehen. Toll, da waren 50 Mark drin. Wir gehen dann erstmal hier... Ah, da unten ist noch so eine normale Wache, in Anführungszeichen. Ah, lass mich. Puh. Hey, da ist Elsa auf der anderen Seite. Was macht sie bei all diesen Nazis? Ja, das werden wir bald herausfinden, fürchte ich. Ein Diener, hier, halt mal, Sie sind kein Diener. Och nö. Kann ich, will, tschüss, wiedersehen. Kann ich abhauen? Ich kann nicht abhauen. Ach Gott, oh Gott. Ah, ja, der ist zu hart, der Gegner ist zu hart. Da müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Ja, ja, nachdem unser Held und so weiter... $50. Was war denn hier oben noch? Das war, glaube ich, einfach so ein... Genau, hier war einfach gar nichts. So, hier komme ich direkt... zu dem einen Fraggle. Ja, an dem muss ich wahrscheinlich... Puh, Glück gehabt. Ich speichere nochmal. Mhm. Von einem Raum in den nächsten. Was bringt mir denn die Diener-Uniform, wenn... Halt, halt, halt! Ah, da oben. Na. Oh, noch eine Truhe. Was haben wir hier? Da ist eine Uniform. Die nehme ich mit.
Okay. Die ist mir zu klein. Ach, wie ärgerlich. Ich speichere nochmal. Unter Test, falls die beiden Freunde da noch stehen. Ich komme nicht... Was? Ich komme nicht ran? So. Ja. Sie sollten nicht hier herumlaufen. Jemand ist in das Schloss eingedrungen. Stopp! Diese Uniform passt ja gar nicht. Ah. Sie sind der Eindringling. Oh, das ist auch so ein... Ah. Boah. Dafür, dass man angeblich nicht kämpfen muss, muss man hier ganz schön oft kämpfen. Och, nee. Nachdem unser Held... Ja. Und so weiter. Ich komme hier nicht... Ja, okay. Ich fürchte, ich muss den Weg nochmal... Sie sollten hier nicht herumlaufen. Und diese Uniform passt gar nicht. Sie sind nämlich der Eindringling. Ja. Ah, diesmal. Nee, komm schon. Das war ein bisschen besser, aber auch nicht gut. Ja, in dem Fall lade ich einfach hier nochmal. Warte mal, geht's hier noch weiter? Nee, hier ist wieder nur ein Fenster. Wo kam ich hier nochmal raus? Halt! Halt! Und was haben Sie hier zu suchen? Biete etwas an. Krug. Nehmen Sie das hier. Ich trinke nicht im Dienst. Und was haben Sie hier zu suchen? Einer Ihrer Kollegen hat mich hierher geschickt. Tatsächlich? Was sollen Sie denn hier? Ich bringe etwas zu trinken. Was für ein Getränk? Nur ein Krug gutes deutsches Bier. Trinken im Dienst ist verboten. Es verlangsamt die Reflexe. Mal sehen, wie ihre sind. Okay. Ach, Mann. Ja, ich verstehe langsam, warum es Leute gibt, die in diesem Part dann aufgegeben haben. Die haben es dann immerhin weiter geschafft als... Na komm schon. Ah, puh. Boah, war das knapp. Ah, nichts zu finden. Halt. Och nee. Nein. Warte mal. Hier kann man den dann vielleicht austricksen. Halt! Ach, cool. Hunde beim Pokerspiel. Dad hat mal eine Kopie davon auf einem Flohmarkt gekauft. Können wir das mitnehmen, um ihm eine Freude zu machen? Das Bild bewegt sich nicht. Naja. Tisch. 14. Jahrhundert. Georgien Lucasien. Ja. Okay. Lieber nicht. Sieht wie eine wertvolle Antiquität aus. Ja, gerade dann. Das wollen wir doch nicht den Nazis überlassen. Halt! Oh. Was haben wir hier? Das ist Kunst? Sieht eher wie ein Putzlappen aus. Ich will mir nicht die Hände vollschmieren. Sieht wie ein deutsches Landhaus aus. Ich sollte es nicht bewegen. Es ist offensichtlich wertvoll und ich will es nicht beschädigen. Hier steht Dr. Fred und Schwester Edna am Hochzeitstag kurz vor der Abreise nach Amerika. Ach ja, guck, die beiden. Das ist Edouard Manets Der Pfeifer. Das ist Der Pfeifer, ja. Okay.
Das ist Sonntag im Park von George Seurat. Sieht wie ein paar Monster aus einem billigen Science-Fiction-Comic aus. Ja, okay. Aha. Vielleicht ist irgendwo eine Plakette. Ja, hier. Si trouvez un joyer là au Louvre post-payé. Mhm. Mein Französisch ist richtig gut, deswegen habe ich, wie ihr, da genau verstanden, was da steht. Und muss es euch ja gar nicht übersetzen, nicht wahr? Das kenne ich, das ist Seashore von Marc Ferrari. Oh, das ist ein sehr gut. 173, ach wie cool, malen nach Zahlen, oder was? Sieht wie eine Malen nach Zahlen Mona Lisa aus. Leonardo würde das gar nicht gefallen. Schön, schön. So, habe ich hier irgendwas übersehen? Jetzt hatte ich kurz gehofft, hier irgendwo noch einen Hinweis auf den Gral zu finden. Aber sieht erstmal nicht so aus, ne? Scheint einfach ein Raum mit ein paar Easter Eggs zu Maniac Mansion zu sein. Also sowohl das Bild natürlich, als auch diese Statue. Die steht ja auch in der Mansion rum. Und hier hinten, komme ich hier hinten irgendwo lang noch? Nee, ich komme hier nicht hin. Ich hoffe, ich übersehe hier nicht irgendwo was. Also ich fürchte ja jetzt schon, in Venedig etwas übersehen zu haben. Tja. Wir speichern hier nochmal, und zwar hier nochmal sauber unter Folge 5. Und dann müssen wir für die Folge auch langsam zum Ende kommen. Halt, halt, halt! Oh, oh. Ach, verdammt, jetzt steht er direkt vor uns. Na, und oh! Meine Ausdauer. Wie soll ich denn das noch schaffen jetzt? Oh, da. Kann ich ein Bier trinken? Nicht mit. Ich will das trinken. Ich will meine Ausdauer erhöhen. Ach, verdammt. Ja, jetzt habe ich mich hier in eine schöne Sackgasse. Eine schöne Sackgasse manövriert. Ja, ich kann hier auch nichts tun, ne? Ja, ey, ja. Das brauche ich gar nicht zu versuchen. Wo war jetzt meine letzte Testspeicherung? Hier. Habe ich irgendwas jetzt gefunden seitdem? Nicht, ne? Ich hoffe, ich kann ihm jetzt hier einfach... Ja. Tschüss. Warum ist der auch noch schneller als ich? Nein! Du darfst nicht schneller sein! Oh. Kacke. Nein. Das ist doch jetzt richtig blöde. Warum ist denn der auch noch schneller als ich? Da habe ich ja gar keine Chance. Ein Diener? Hier? Halt mal! Sie sind kein Diener! Ja, aber auch hier habe ich jetzt ja keine Chance. Also... Oh oh. Oh oh. Nein. Ich fürchte, das wird nichts mehr, oder? Habe ich mich jetzt in so eine Sackgasse manövriert, dass ich hier jetzt nicht mehr weiterkomme? Der ist viel zu schnell. Ah.
Was mache ich denn jetzt? Ach. Das ist jetzt ja blöde. Weil beide Spielstände, ja, jetzt hab ich's vergeigt, oder? Ich hab's vergeigt. Puh. Ja, ich fürchte, da bleibt mir nur übrig. Ah, das ist ja ärgerlich, den Spielstand zu laden. Ja, und dann hat er mich da schon wieder erwischt. Puh, also noch einen älteren Spielstand zu laden, glaube ich. Oder bin ich schneller, wenn ich meine eigenen Klamotten anhabe? Ah. Ja, was war denn das? Ja, das frage ich mich auch. Das klang nicht so schön. Ich versuch's nochmal, ihm jetzt hier so zu entkommen. Nein! Du bist immer noch schneller als ich. Nein! Ah, Sie dürfen nicht in dieses Stockwerk. Ja. Ganz toll. Ganz toll. Ja gut, ich denke mal, dann werde ich mal versuchen, zwischen den Folgen den Spielstand wieder herzustellen bis zu Schloss Brunwald oder bis zu diesem Korridor, sagen wir mal. Und ich versuche mal ein bisschen weniger Leben zu verlieren und guck mal, was wir da machen. Ja, na, das, also sowas ist wirklich frustrierend, sowas würde in heutigen Adventures nicht mehr passieren. Aber ich muss sagen, ich habe mich jetzt soweit wieder an das Spiel gewöhnt und an die altbackene Art, dass es mir doch erstaunlich viel Spaß macht. Ich hoffe, wir finden jetzt hier nochmal eine andere Lösung für das Schloss. Nicht, dass die gerade aufgekommene Spielfreude dann doch zu einem jähen Ende findet. Das wäre sehr traurig. Also, okay. Dann, ja, werde ich halt nochmal in Venedig laden und den ganzen Kram nochmal spielen und ja, werde dann wahrscheinlich vor dem Korridor mit diesen beiden Wachen wieder einsteigen, dann hoffentlich mit vollem Leben. Okay, also danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuschauen. Ja, und beim nächsten Mal prügeln wir uns dann weiter hier durch oder mir fallen auch noch ein paar Dinge ein, wie man vielleicht den einen oder anderen Kampf vermeiden kann. Also, bis dahin, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.